Vlog mal wieder für meinen Vlog. Ich habe schon ein bisschen was gefilmt. Ja, was wollte ich euch erzählen? Ich bin tatsächlich über Nacht ergraut. Also ich hatte immer hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ob man das in der Kamera so gut sieht, ich hatte hier immer so eine graue Stelle und habe immer gefärbt. Ich hatte so eine Tönung, also so eine Farbauffrischung. Da waren drei Haarfarben, haben 8 Euro gekostet. Das habe ich mir immer bestellt. Dann habe ich immer so circa alle 1 bis 2 Monate gefärbt und hatte so richtig schöne, dunkelbraune Haare. Ja, aber die Haarfarbe haben sie aus dem Sortiment genommen bzw. erneuert. Und jetzt kosten 3 Pakete 20 Euro. Ja, und jetzt bin ich zu geizig und färbe sie nicht und ja, weiß auch nicht, was ich mit meinen Haaren machen soll. Also ich habe keinen Bock, hier in Deutschland zum Friseur zu gehen. Allgemein zum Friseur zu gehen mit einer Maske und mir dann die Haare zu schneiden oder zu färben. Nee, das ist mir alles zu kompliziert. Deswegen, ich weiß, ich muss zum Friseur, keine Frage. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, was ich gerne hätte. Deswegen. Und ja, beim letzten Fotoshooting, also ich habe das, also so im Spiegel sehe ich das nicht, aber beim letzten Fotoshooting habe ich gesehen, boah, hier ist eine richtig graue Strähne. Vor allen Dingen, wenn das nur so ein bisschen ist, sieht das nicht so bombastisch gut aus. Ich weiß nicht, ob ich denke, also wenn ich einen Zopf habe, sieht man es nicht, nur wenn die Haare so auf sind, aber nun gut, da müssen wir jetzt durch. Ja, genau. Was wollte ich noch erzählen? Boah, ich muss heute meinen Wocheneinkauf machen. Mein Kühlschrank ist leer und ich habe so keinen Bock. Ich habe so keinen Bock, aber nun gut. Ich habe jetzt gestern meine Liste geschrieben, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich darauf heute Lust habe. Ja, mal sehen. Genau, folgt mir unbedingt bei Vinted. Dort verkaufe ich nämlich immer meine Klamotten. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Mein Kleiderschrank sprotzt, wie sagt man, aus allen Nähten. Also ich kann meinen Kleiderschrank nicht mehr schließen, weil es so überfüllt ist und ich keinen Platz mehr habe. Ich lager schon immer meine neuen Teile im Wohnzimmer auf der Couch. Ja, also ich brauche Platz. Ich habe auch festgestellt, ich trage immer dasselbe. Ich trage immer dasselbe. Ups, was ist denn hier los? Okay. Also ich trage immer dasselbe und ja, momentan Schickimicki-Klamotten geht sowieso nicht zum Ausgehen. Also ich trage immer nur dasselbe, sagen wir mal so. Das sind vielleicht 10% von meinem Kleiderschrank. Und ich habe einfach zu viele Klamotten. Und deswegen verkaufe ich sie bei Vinted. Ihr könnt da sehr, sehr gerne vorbeischauen. Das sind meistens neue Teile. Also meistens sind das wirklich neue Teile, die ich nie getragen habe oder sie nur einmal getragen habe. Wo ich schon weiß, ich finde die Sachen schön, aber es gibt, ich werde es eh nicht tragen, weil es schon so lange im Schrank rumliegt oder ich fühle das Kleidungsstück nicht oder keine Ahnung, irgendetwas. Und deswegen denke ich, kann ich euch damit eine Freude machen. Also ich habe schon einiges verkauft, ich bin schon einiges losgeworden. Da bin ich auch echt immer froh drüber, wenn ich die Sachen loswerde. Ja, und deswegen schaut bei Vinted, folgt mir da gerne, damit ihr auch immer seht, wenn was Neues kommt, weil wenn es weg ist, ist es weg. Ne? Also, und ich bei Instagram, also wenn ich meinen Kleiderschrank bei Vinted aufgefüllt habe, sage ich auch bei Instagram in der Story vorbei und dann sind meistens immer die neuesten Sachen weg. Deswegen müsst ihr da auch schnell sein. Ja, das wollte ich dazu sagen, damit ihr Bescheid wisst, falls ihr Interesse habt. Ich habe verschiedene Größen da, müsst ihr gucken. Für, wirklich von alles, aber eigentlich habe ich Größe 46, aber manches fällt kleiner aus, manches fällt größer aus, müsst ihr immer alles schauen. Also ich mache euch immer Fotos und schreibe immer was dazu und ja, das wollte ich sagen, was wollte ich noch sagen? Mein Wasserhahn tropft im Badezimmer. Ich weiß nicht, was anrufen, aber
Ich rufe da nicht an, warum? Ich habe letztens bei Instagram gesehen, ich weiß gar nicht mehr, von wem die Story war. Da hat so eine Story gemacht und hat geschrieben, der Handwerker war im Badezimmer da gewesen und jetzt muss sie Grundreinigung durchführen. Ey, das Badezimmer sah aus wie im Saustall. Da habe ich mir gedacht, ey, da kommt ein Handwerker, repariert was und macht so einen Dreck. Die musste wirklich eine Grundreinigung im Badezimmer machen. Wie hat der gearbeitet? Ich meine, klar, ein bisschen Dreck ist in Ordnung. Aber das war Katastrophe. Ey, wenn der mir so mein Badezimmer hinterlassen hätte, hätte ich aber ein Wörtchen zum Sonntag gesagt. Und ich so, ne. Und deswegen, nein, danke. Soll dir Wasser an lieber tropfen, bevor es bei mir genauso aussieht wie bei ihr, weil ich habe keinen Bock, das wegzumachen. Sehe ich nicht ein. So, ja. Und jetzt mache ich mich fertig. Mache ich mich gleich fertig? Ja, ich mache mich fertig, weil ich muss einkaufen gehen. Oh mein Gott, ich muss einkaufen gehen. Und ich habe keine Lust. Ich habe so keinen Bock. Ja, geht ihr gerne einkaufen? In den Supermarkt? Ich nicht, weil es immer voll ist und es gibt immer Sachen, die ich brauche, die nicht da sind. Und ja, das ärgert mich dann. Und dann muss ich immer meine ganzen Essensplan umschreiben, umdenken im Kopf. Und das ist mir zu viel Arbeit. Ja, ich bin faul geworden. Ich bin sehr faul geworden. Aber nun gut, so ist es. Also, bis denne. Whenever I'm off to find a sunset, a flavor. So, hello meine Lieben. Boah, ich habe jetzt zwei Kameras und wollte eigentlich mit der anderen filmen. Ich habe ganz vergessen, dass ich die habe und die ist doch viel besser für die Außenaufnahmen. Also, hello und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind hier im Kruger Park und machen Fotos. Geile Fotos, oh mein Gott. Seht ihr die geile Qualität, den geilen Weitwinkel? Schön, oder? Ja. So, los geht's. Guck, ich habe meine Haare heute gefärbt. Sieht man das? Ja, das sieht man. Sieht man? Ja, finde ich schon. Ja, gut. Frisch. Ich wollte schon vorhin sagen, irgendwie haben wir... Ja, frisch, ne? Ich habe eine kleine Farbauffrischung heute. Genau. Und es gibt was zu feiern. Was denn? Heute bin ich ein Jahr Single. Oh. Party! Nein. Aber es ist doch ein Grund zu feiern. Ja, Single Party. Als Single. So. Wir sind jetzt im Kruger Park. Eintritt kostet übrigens 2 Euro, nicht 4. 2 Euro. Ne? Ja, 50% reduziert. Ist hier keine Maskenpflicht? Nein. Keine Maskenpflicht hier drin. Und es ist ganz schön leer. Und wir machen Fotos. Zwei Outfits shooten wir. Also, weißt du, wo wir hinwollen? Ja. Okay. Ich war ja schon lange nicht mehr, aber ist ganz cool. Ich wusste gar nicht, dass das hier so cool ist. Es wäre perfekt, wenn man jemanden datet, kann man hier hingehen. Ja. Siehst du? Ja, also. Und ich habe mir später nur gedacht, warum ist uns das nicht eher eingefallen? Du wolltest Tulpen, du wolltest Blumen. Ja. Und da habe ich mir nur gedacht... Ich war mal auf den Pferden da drauf, ne? Das darf man doch gar nicht. Nein? Oh, und bin da nicht mehr runtergekommen, auf jeden Fall. Ja. Das ist aber schon länger her. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you're coming home. Tonight I know you will be coming home. Ooh, ooh, ooh.
So Leute, ich weiß gar nicht, seht ihr die Kamera hier? Die fokussiert gar nicht richtig. Die Kamera fokussiert nicht richtig. Nee, also wenn ich laufe, dann kannst du es vergessen. So, ich versuche es trotzdem mal, damit man so den Unterschied sieht. Also das erste Outfit, mit dem ersten Outfit bin ich durch. Ja? Ja, ja, denke ich. Jetzt habe ich noch ein Outfit. Und wie lange brauchen wir, damit wir den komplett durch sind mit dem Park? Oh, ein bisschen schon. Wenn man das komplett hier noch runter macht, ist das schon ein Stück. Echt? Ja. Okay. Okay. Ja, Mama schafft das nicht. Nein? Nee. Oh. Wir sind hier auf die Berge und so, ne? Aber ist schön hier. Also, neues Ausflugsziel für euch, Gruger Park. Ihr müsst euch nicht testen lassen. Ne? Nee, nur anmelden, registrieren. Genau so. Ach, musstest du uns an? Nee, nur das ausdrucken, nee, ne? Entweder, also es gibt drei Möglichkeiten. Du kannst entweder hier vor Ort mit einer App. App? Genau, hier vor Ort. Oder du druckst zu Hause dieses Formular. Oder ihr drückt euch das Formular aus und gibt das vorne ab. Das genau. War's. Kein Test, keine Maske. Die Hälfte des Eintrittes. Und der Park ist aber leer. Aber es sind auch nur 3.500 Personen rein. Gleich also an einem Tag. Nur bis 18 Uhr. Also bis 18 Uhr 3.500 Leute, aber hier sind keine 3.500 heute. Was ist heute? Wir haben nachmittags. Auf jeden Fall, genau, kann man auf Facebook sich dann immer... Ach, auf Facebook? Auf Facebook kannst du dann immer gucken, ob die noch frei sind oder... Ach so, auf Facebook könnt ihr dann sehen, wie viel Platz hier noch ist. So, genau. Ja, dann... Noch mein Schutz. Was? Meinst du, wir gucken mal? Ach, hier sieht man es besser. Auf jeden Fall ein kleiner Ausflug für euch, falls ihr was unternehmen wollt, in Raum Essen. Ich vertrete hier Essen, beziehungsweise das Ruhrgebiet. Und ja, oh Gott, ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon aus der Puste. Ich habe auch keine Kondition, ganz ehrlich. Seitdem das Fitnessstudio zu hat, kannst du vergessen. Ja. Hast du vergessen? Ja. Oh. Okay. Hallo meine Lieben, willkommen von den Nigeria Wasserfällen. Ich habe mir jetzt einen kleinen Spaß erlaubt. Ich finde es lustig, genau mein Humor. Mal gucken, ob es die Leute glauben oder nicht. Hier ist jetzt ein geiler Wasserfall. Ihr könnt das sehen, hier haben wir auch schöne Bilder gemacht, beziehungsweise ich für meine Freundin. Sie hat hier geile Bilder. Ja, und... dann geht's weiter. Sie hat heute ein geiles Outfit an. So, das Outfit gefällt mir. Das will ich auch so tragen, wie sie es hat. Das ist gut. Das ist gut, ja. Das ist echt genial. So, meine Lieben, heute gibt es mein schnelles Lieblingsmittagessen aller Zeiten, und zwar Sandwich. Und ja, ich sage euch, wie ich das immer mache. Ich habe das fast vergessen. Ihr nehmt Toast, also in einem Toastbeutel sind ja 20 Stück drin. Ihr nehmt 10 Stück und dann
mache ich Margarine hier, also nur von außen, nicht von innen, also zweimal von außen. Mache die mit, also von innen hier nicht, mache Tomate, Zwiebeln, Würzen mit Salz, Pfeffer oder Tomatensalz und diesen Cheddar-Käse. Dann nehme ich eine Scheibe, dieser hier, Cheddar, Chester heißt der, genau. Halbier den und mache hier die Hälfte drauf, hier die Hälfte drauf. Hier habe ich Thunfisch, auch Würzen, Zwiebeln und der Chester-Käse und das kommt jetzt hier so drüber. Dann nehme ich halt die beiden. Einen muss ich noch fertig machen, der ist ganz unten. Also die unteren sind ja mit Margarine, damit die nicht hier drauf sind, sondern auf dem Toast. Genau, hier habe ich diese Tomaten, hier habe ich Zwiebel. Hier würze ich hier damit aktuell, also das ist immer was anderes. Hier habe ich meinen Thunfisch, da nehme ich in eigenem Saft und Aufguss. Und hier habe ich so eine Margarine, die ist zum Backen und Braten geeignet. Braten, Braten. Ach, ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott. Und hier ist mein Sandwich Maker. Und ich habe das immer so gemacht. Also ihr wisst ja, wenn ihr billig Sandwich Maker kauft, wie die aussehen und dass das da nicht mehr abgeht, das ist beschichtet. Jetzt habe ich aber einen neuen Trick, wie man das benutzen kann, ohne dass ihr das hier sauber machen müsst. Und zwar ganz einfach. Ich wünschte, ich wäre früher auf die Idee gekommen. Achtung, es geht los. Und zwar nehmt ihr einfach Backpapier und legt hier, also schneidet das auf die Hälfte, macht hier einen Teil drauf, dann könnt ihr Sandwich drauf tun. Ich zeige euch das alles gleich im Schnelldurchlauf, weil der muss sich ja erstmal, der muss sich erstmal aufwärmen. Genau, und dann drüber und dann wird das halt nicht dreckig, nur das Backpapier, das ist clever. Clever. Wer hat das erfunden? Und wieso wusste ich das früher nicht? Das ist so genial. Genau. So, verehrte Damen und Herren, ich wollte euch kurz zeigen, wie das aussieht. So sieht das jetzt aus. Jetzt nehmen wir das zweite Stück Backpapier, tun es drüber. Ich hoffe, das klappt. Und machen es zu, ne? Oder? Mal gucken, ob es funktioniert mit diesem Sandwichmaker. Oh. Ui, ui, ui. Und geht's zu? Ne, mit einer Hand nicht. Okay, also kurzes Update. Mit beiden Händen hat es doch geklappt. Also geht ganz leicht. Ihr müsst nur ein bisschen das Backpapier vorne wegnehmen. Aber es hat wunderbar geklappt. Hier ist noch der letzte. Hier, die sind fertig. Die sind leider ein bisschen hell. Vielleicht, weil es die ersten sind. Die müssen immer ein bisschen länger drin sein. Aber ich freue mich schon. Ihr könnt das nochmal nachwürzen, wenn ihr wollt, innen drin. Hier ist der letzte. Ach, so habe ich schon gesagt. Hier sind noch die Reste für morgen. Und ja, ich kann euch gleich mal zeigen, wenn sie fertig sind. Okay, Leute, it is fertig. Mal schauen, wie es geworden ist. Oh mein Gott, seht ihr? Oh je. Ui, 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 das Backpapier klebt. Hier. So, genau, jetzt muss ich die hier rausholen. Ich mache das immer mit einem Holzlöffelchen. Hier. Ich setze das mal hier drauf. Genau. Ja, die sind hier noch sehr heiß. Einer muss da noch rein. So. Okay.